Morgen zusammen. Na, habt ihr eine Vorstellung, wo es heute hingehen könnte? Aber spätestens jetzt könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, in welche Richtung es geht. Leider habe ich so mittelprächtiges Wetter erwischt, aber was will man Anfang April auch erwarten? Es kann ja nicht die ganzen Tage so schön bleiben, wie es bis jetzt war. Es soll jetzt erstmal 2 Tage ja, leicht regnerisch bleiben und bewölkt. Und dann soll es wieder aufklaren. Ich denke mal, da kann ich ganz gut mit leben. Und mich dementsprechend anziehen und trotzdem was unternehmen. Und zwar wollte ich jetzt mal die Insel Fehmarn komplett bereisen. Das letzte Mal bin ich ja mit dem Fahrrad mal hier rüber gefahren von Grömitz aus. Hab das so leicht angekratzt, hat mir ganz gut gefallen hier. Und ich dachte mir, jetzt wird mal die Insel dann so mehr oder weniger komplett erkundet, erfahren, ergangen, wie auch immer. Auf jeden Fall so, dass ich damit zufrieden bin. Und wenn ihr Lust dazu habt, dann bleibt einfach dran und schaut euch das oder die Videos, je nachdem, wie viele es werden, einfach an. Bis gleich! Ja, so fängt das auf Fehmarn an. Ich stehe jetzt hier am Friedhof in der Stadt Burg und habe hier geparkt und werde jetzt erstmal Richtung Stadt gehen und mir einen Regenschirm besorgen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich keinen habe. Jo, hier beginnen die ersten Schritte in die Innenstadt. Hier schön wieder so eine große Kirche. Ach, da gehen wir erstmal rüber. Das ist die evangelische Kirche St. Nikolai und direkt daneben ist das Fehmarn-Museum. Sehr schöne Kirche von innen hier. Und eine beeindruckende Orgel. Hier geht es erstmal Richtung Innenstadt. Ach, die fahren ja schicke Autos hier. Oh, noch einer. Muss wohl ein Nest sein. Man beachte hier den Böschungswinkel beim Parken. Also das ist nichts fürs Wohnmobil. Um mal eben einen Kaffee zu kochen, glaube ich. Aber die Fläche muss ja genutzt werden. Und schön so ein Straßencafé, wenn jetzt das Wetter mitspielen würde. So, jetzt musste ich gerade mal die Seite wechseln, um das historische Rathaus drauf zu kriegen. Auch sehr schönes Gebäude. Direkt daneben findet heute der Markt statt. Also hier so das Innenstadtstück, was ich bis jetzt gesehen habe, von der evangelischen Kirche aus kommend, ist wirklich sehr sehenswert. Also was mich ja hier in diesem ganzen asiatischen Bereich immer so begeistert, ist die verschiedenen Baustile, die man hier so sehen kann. Ja, sobald man hier in zweiter Reihe kommt, ist das gar nicht mehr so touristisch, aber dennoch schön. Hier zum Beispiel Inseltöpferei Fehmarn. Und auf der linken Seite gibt es noch verschiedene kleine Bars und Antikläden. Hier ist mal wieder eine der Gassen, die ich ausprobiere. Sieht im ersten Moment nicht so vertrauenserweckend aus, aber kann ja noch werden. Auch wenn man hier zum Don Giovanni noch reingehen kann, so ganz vertrauenserweckend ist es nicht. Hätte man noch so ein gutes Wetter wie die letzten Tage, wäre das hier echt ein schönes Fleckchen wieder. Also gibt ganz viele tolle Ecken hier in der Stadt. Ist das nicht niedlich? Ein bisschen größer als eine Garage. Täglich von 10 bis 18 Uhr selbstgebackene Kuchensuppen und Flammkuchen. Wieder so ein schnuckliges Café.
wenn man so ein, zwei Straßen vom Zentrum entfernt ist, ist so ja klassisches Wohngebiet halt, ne? Mal der ein oder andere kleine Handwerksladen dazwischen, aber sonst nichts Außergewöhnliches mehr. Ja, ich bin jetzt so ein kleines Stück weiter raus, so Richtung Südstrand, und wollte euch hier eigentlich noch das ein oder andere zeigen, werde aber nur einen kleinen Schwenk machen, da hier momentan eine Großbaustelle ist. Und das ist nicht wirklich angenehm, sich hier jetzt so aufzuhalten. Deswegen schwenke ich einmal hier so rum. Aber ihr seht selbst, hier fahren überall die Baufahrzeuge und ist halt nicht schön. Ja, ich bin jetzt an dem Leuchtturm Staberhuk. Hab einfach mal auf der Karte geguckt, wie man hier hinkommt, weil eingezeichnet ist der Weg laut Navi nicht. Aber so gelegentlich guckt man einfach auf Radwegschilder und dann kommt man auch hier hin. Und hier ist mein Stellplatz, auch noch kostenlos. Ist unglaublich. Und dort ist direkt schön das Meer. Ich werde hier jetzt auch ein bisschen länger bleiben. Die Sonne kommt gerade so ein bisschen raus. Und erstmal ein bisschen was kochen. Heute so eine Reispfanne machen mit diesen Mettentchen drin. Bisschen was Deftiges. Gab die ganzen Tage jetzt immer nur Salat. Auch nichts Warmes eigentlich seit letzter Woche. Freitag. Also seit einer Woche. Deswegen wird es mal wieder Zeit für ein warmes Essen. Aber erst zeige ich euch eben noch hier das Plätzchen. Oh, da angelt auch jemand. Das ist Inselidylle. So stelle ich mir das vor. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das muss ich jetzt noch ein paar Mal umrühren. Und dann wird gegessen bei diesem Ausblick. Erstmal liebe ich dieses einfache Essen. Und dann in so einer Umgebung. Hammer, oder? Hier könnte man doch einfach jetzt eine Woche stehen bleiben. Ja, jetzt bin ich in diesem WC-Häuschen hier am Leuchtturm. Und auch da alles tipptopp. Also ich habe selten so einen klasse Ort gefunden, der alles vereint, was man im Grunde braucht. Vor allen Dingen hier sind keine Verbotsschilder, kein Parkautomat oder sonstiges. Ist echt schon fast merkwürdig. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gegessen, ich habe Kaffee getrunken, ich habe einen Spaziergang am Strand gemacht. Jetzt geht's weiter zum nächsten Ort. Auch wenn ihr hier über Land fahrt, überall diese kleinen, ich glaube Löschteiche sind es eigentlich, aber werden ja mittlerweile als normale Teiche genutzt. Und dann diese schönen kleinen Häuschen überall. Also das hat schon was. Also auch über Land fahren, wenn ihr auf Fehmarn seid. Ja. Hier bestünde jetzt die Möglichkeit, dann Richtung Dänemark oder überhaupt skandinavische Länder anzufahren. Hier ist noch so ein Border Shop. Die Figuren finde ich ja toll, aber den Kasten dahinter finde ich ja ganz schrecklich. Es ist immer herrlich, wenn mein Navi gar nicht erkennt, wo ich bin. Also denkt immer, ich fahre querfeldein und jetzt sogar schon ins Meer. Was ich natürlich nicht tun werde, aber die Option besteht, laut Navi. Ein Parkplatz, kostenlos bis 2 Tonnen. Jo, da kommen wir doch locker mit hin. Ja, jetzt so ein kleines Stück weg von dieser Mautstation bin ich im Naturschutzgebiet Grüner Brink. Dort drüben sieht man noch alles, was ich euch gerade von der einen Seite gezeigt habe. Ich würde jetzt gleich auch gerne mal rübergehen und mir mal das ein oder andere Schiff anschauen. Auch hier wieder klasse. Das Einzige, was das Ganze ein bisschen trübt, man riecht ordentlich Kraftstoff in der Luft oder Abgase. Wahrscheinlich von dem Fährhafen, ne?
Mal schauen, ob man da hinten über diese Mole wieder rausgehen kann. Dann hat man wahrscheinlich noch einen schöneren Blick auf den Fährhafen. Dort meine ich. Das probieren wir jetzt, dass ich da mit euch hinkomme. Das ist doch mal eine gute Werbung hier. Das letzte leckere Fischbrötchen vor Dänemark. Da hinten kommen gerade zwei Fähren rein. Bis die am Hafen ist, möchte ich gerne da oben auch sein. Ansonsten lufttechnisch ist hier echt übel. Und der Kahn da läuft ja nur im Standgas, behaupte ich jetzt mal. Aber hier ist eine Abgaswolke. Echt unglaublich. Also hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. World Best Selfie Site. World's Biggest Border Shop. Alles hier World's Best. Schaut euch mal von dem Bus den Stauraum an. Ich weiß, dass in Skandinavien Alkohol recht teuer sein soll. Aber das ist doch wohl der Hammer, oder? Man glaubt gar nicht, wie schnell diese Fährschiffe sind. Ich bin echt nicht langsam unterwegs. Aber wenn ich mich nicht beeile, ist der vor mir da. Ich dachte, er braucht noch ein bisschen, aber ist nicht. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich es nicht ganz geschafft. Ich bin echt schon flott gegangen. Es war schon fast laufen. Naja, fast. Und so ist ja auch schon nicht verkehrt. Ich bleib jetzt mal stehen, damit das Bild besser ist. Ja, wie flott der hier reinfährt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die sind langsamer. Ach, das ist eine von diesen neuen Elektrofähren. Ja, das finde ich ja klasse. Mich hat schon gewundert, warum da nur weißer Dampf rauskommt. Hatte ich einen Bericht drüber gelesen, dass sie jetzt auch rein elektrisch geben soll, aber noch nicht selber gesehen. Klasse. Auf Rügen habe ich noch, war es Rügen? Ja, auf Rügen bei dem U-Boot habe ich noch erzählt gehabt. Warum sie das nicht einfach mal umsetzen. Stimmt. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, dass es das schon gibt. Beachtlich. So, jetzt versuche ich aber mal die nächste direkt von vorne zu erwischen. Wenn ich bis dahin nicht nass werde. Sieht nämlich gerade wieder aus, als wenn es hier jemand anfängt zu regnen. Wäre nicht so toll. So, den erwische ich auf jeden Fall. Und näher ran als hier am Ende der Mole. Geht nicht. Also, genießt es. Ich tue es auf jeden Fall. Ja. Wobei bei der Größe, ne, und der Einfahrt, so riesig ist die ja auch nicht. Ist das schon beachtlich. Ja. Ist schon beeindruckend. Ja. Noch mal erlebt haben, ne? Ja, auch mal das hier. Auch noch mal interessant, jetzt hier drinnen fängt er an zu drehen, weil er ja rückwärts einparken muss, damit die Leute wieder runterfahren können.
Aber das filme ich jetzt nicht komplett, weil man hier schon wieder in dieser Abgaswolke steht. Also, weiter geht's. Man könnte hier beim Blick über den Parkplatz den Eindruck kommen, die Skandinavier saufen alle. Entschuldigt, aber ist echt so. Einkaufswagenweise Dosenbierpaletten. Ich habe ja keine Vorstellung, was das da alles kostet, genau, aber schon heftig. So, Betty ist wieder in Sichtweite. Ich bin nicht nass geworden. Das heißt, wir können jetzt noch zum nächsten Leuchtturm. Ja, und da ist der nächste Leuchtturm schon zu sehen. Marienleuchten. Und das ist auch nur ein Steinwurf entfernt von dem Hafen, wo ich gerade mit euch war. Das sind keine 3 Kilometer. Ja, hier bei dem Leuchtturm Marienleuchten hat man jetzt leider keinen direkten Zugang, sondern muss entweder über den Strand oder hier oben ist so ein Trampelpfad. Den werde ich zuerst probieren. Und wenn das nicht geht, gehe ich am Strand her. Also direkter Zugang nicht möglich. So, jetzt bin ich an dem Leuchtturm hier Marienleuchten angekommen. Und kann euch gar nicht groß was zeigen, weil ich jetzt hier noch legal stehe und dort illegal. Und schon darauf hingewiesen wurde, dass ich das Grundstück doch bitte nicht betreten würde oder sollte. Daher wird es jetzt hiervon nicht viel mehr geben als das, was ich euch gerade gezeigt habe und jetzt nochmal zeigen werde. Und dann geht es weiter. Einmal Fehmarn kreuz und quer. Ja, ich bin jetzt hier am Gammendorfer Strand angekommen, hauptsächlich wegen diesem Niobe-Denkmal, was man hier so grob sieht. Leider ist es ganz schön kräftig am Regnen. Die Lichtverhältnisse täuschen auch. Wir haben erst 15 Uhr, also es ist noch nicht Abend, aber es ist halt schon recht dunkel durch den Regen. Die Kamera ist ja auch nicht so unbedingt wassergeeignet, deswegen muss ich mal schauen, ob das mit dem Film gleich noch klappt. Also ich laufe hier gerade so ein bisschen durchs Unterholz und Gestrüpp und nasser Sand. Und das duftet wie so dieser erste Frühjahrsregen kurz vorm Gewitter. Hier ist das Niob-Denkmal. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, warum geht er zu so einem Denkmal? Ist ja nur ein bisschen Stahl. Da geht es einfach darum, das ist ein Gedenken an die Verstorbenen, die auf diesem Schulschiff Niobe waren 1932. Und zwar sind da 69 Menschen ertrunken, nur 8 Kilometer von hier entfernt. Und daran soll das Ganze einfach gedenken. Deswegen gehört das für mich auch als Punkt dazu, wenn man auf Fehmarn ist, was man sich ruhig anschauen darf. Hier ist nochmal eine schöne Tafel für alle, die Steine sammeln, wo nochmal genau erklärt ist, welcher Stein welche Bezeichnung hat. Und ich habe gerade einen hier gefunden, wo ich dachte, Bernstein, eigentlich zu groß und zu dunkel. Jetzt weiß ich, es ist ein brauner Flintstein, weil der Bernstein doch ein bisschen anders aussieht noch. Wieder was gelernt. Nicht, dass jemand denkt, ich fahre eine Abkürzung. Das ist der offizielle Weg hier. Und das ist echt übel, finde ich. Ich weiß, geht noch schlimmer, aber das ist schon nicht schön. Ja, da ist ein Parkplatz. Das finde ich gar nicht schlecht hier. Mit öffentlichen Toiletten direkt hier hinter mir. Kann ich bloß nicht reinfahren wegen der Durchfahrtshöhe. Das ist jetzt gerade ärgerlich. Ich wollte nämlich dann da hinten rüber zum Leuchtturm, aber ich schaue mal, ob ich dann einen anderen Weg finde. Weil hinstellen muss ich mich ja irgendwo. Das ist übrigens der Markelsdorfer Hug. Ja, doch noch eine Möglichkeit gefunden. Wo ein Wille, da ein Weg, ne? Jetzt nieselt es gerade nur, deswegen zeige ich das mal ganz kurz hier so. Aber mehr ist hier auch nicht möglich, denn der Weg endet hier. Da vorne kam gerade schon ein Wachhund an auf der Straße. Ist also nicht so, dass ich jetzt hier unbedingt viel rumlaufen würde. Also, einen Leuchtturm habe ich noch, den ich euch zeigen möchte. Den letzten an der Fehmarnssundbrücke rechts, wenn man jetzt die Insel verlässt. Den werde ich euch nicht zeigen. Den kennt ihr schon aus dem Video, wo ich mit dem Fahrrad hier war.
Aber wie gesagt, den anderen würde ich euch gerne noch zeigen. Und das machen wir jetzt. Ansonsten hier einen Platz für die Nacht zu finden, sollte, glaube ich, für jeden gut möglich sein. Weil Weite gibt es hier definitiv genug. Es hat fast aufgehört zu regnen und die Sonne ist da. Und dort hinten ist der Leuchtturm schon zu sehen. Und danach kommt das Highlight dieser Tour. Aber was, das wird noch nicht verraten. Da ist der Leuchtturm schön zu sehen. Das sind noch 1,5 Kilometer. Wie ihr vielleicht merkt, ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt. Genug gelaufen für heute. Ich bin in letzter Zeit jeden Tag so 15 bis 20 Kilometer gelaufen. Und hatte jetzt gerade irgendwie so einen Urpunkt, wo ich mir dachte, nimm's Fahrrad. Und da es schon wieder anfängt zu nieseln, war das vielleicht auch die richtige Entscheidung. Und da habe ich ihn vor mir in seiner ganzen Pracht und Schönheit. Ich glaube, ich stehe auf Leuchttürme. Kann man das so sagen? Ja, ne? Ich finde die Dinger echt mittlerweile sehr schön. Aber ich habe gerade den Namen von diesem hier vergessen. Wenn es da gleich nochmal steht, sage ich es euch. Leuchtturm Flügge hieß der Gute. Ist mir gerade irgendwie entfallen. Der dient der Schifffahrt hier in zweierlei Hinsicht. Als Richtfeuerlinie, weil er da das schmale Fahrwasser kennzeichnet. Und gleichzeitig übernimmt er die Funktion eines Orientierungsfeuers. Also hier am Leuchtturm Flügge habt ihr noch ein richtig schönes Außengelände mit Kaffee. Gibt es auch Fischbrötchen. Leider schließen die gerade und man kann sogar in den Leuchtturm reingehen. Hätte ich mir jetzt gerne angetan, weil keine Menschenseele hier ist, aber eben wahrscheinlich, weil sie gerade schließen. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, von hier aus sieht man auch schon wieder Fehmarnssund, die Brücke. Das heißt auch, dass dort ungefähr der andere Leuchtturm ist, den ich euch jetzt ja dann vorenthalte. Aber den gibt es halt in dem Video schon, wo ich mit dem Rad hier war. Deswegen möchte ich da jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal hin. War nicht so spektakulär, war schön, gar keine Frage. Würde ich euch auch empfehlen. Aber nicht so, dass man ein zweites Mal unbedingt hin muss. Zumal der Tag jetzt auch bald rum ist. Bin jetzt insgesamt ungefähr 8 Stunden unterwegs. Und ja, irgendwann muss ich auch mal gut sein. Wo führt dieser Weg hin? Ist es der Weg zum lang erwarteten Highlight der Tour? Für mich schon. Ja, da ist das Highlight. Der Jimi Hendrix Gedächtnisstein. Ist ein bisschen vor meiner Zeit gewesen, gar keine Frage. Aber wenn man hier in der Region ist, sollte man sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Weil es war ja schon ein Künstler. Und auch kein Unbekannter. Und mit der Gitarre konnte er definitiv umgehen. Jimi Hendrix Fehmarn, Love and Peace Festival vom 4. bis 6. September 1970. Tja, das war's. Ich bin durch mit meiner Fehmarn-Runde. Hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Es war ja schon sehr speziell, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber das ist so mein Kreuz und Quer durch Fehmarn, wie ich es bevorzuge. Überall mal reinschauen, viel entdecken und auf das, was einem persönlich wichtig ist, beschränken. So wie da jetzt in der Ferne sehe ich gerade ein Reh stehen, da zoome ich nochmal ran. Ihr wisst, die Macke habe ich. Und die wird auch bleiben. Also, macht's gut, euer Markus.